bei mir, also du bist wahrscheinlich offline gestellt, du ekelhafter Mensch. Seit mehr als einem Monat. Bin ich jetzt sogar noch stolz drauf, Alter. Du ekelhafter. Keine Ahnung, ich hab aktuell einfach keinen Bock online gestellt zu sein, okay? Ich will nicht, dass mich irgendwelche Leute nerven. Ich kann dich halt nicht mehr einladen, du Fotze. Du passt denn, ich bin gerade in China mit mir noch, wenn dann noch Overwatch 2 spielen soll. Ja, was denkst du denn, was ich einladen will? Ja, aber jetzt doch noch nicht, Mann! Ich hab grad noch keinen Bock auf Ovo. Ich hab doch gesagt, vielleicht später nochmal, aber ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Heat auf. Mein Gott, Meier. Greg Meier. Greg Meier. Kennen die so nice. Hm? Bitte was jetzt? Das Game ist jetzt seit 3 Tagen draußen. Ja moin, Digga, es wird wirklich einfach ohne Videos rein. Ach so. Ach na dann. Dann komm ich mit Level 50. I'm on my way. Oder irgend sowas. Ich glaube in Overwatch 1 war ich damals Level 50 oder so. Ist okay. Jetzt habe ich eine habe ich ein Black and White Outfit. Auch nice. Digga, warum soll... Ich habe eigentlich nicht mal Bock drauf. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden, Mann. Jeder Alternativsexuelle, der ich kenne, sagt, ich will einfach nur meine Ruhe. Warum machen die jetzt aufs LGBTQ so einen dermaßen harten Vibe, Digga? Ein Oreo. Für die Ukraine. Ups. Das klang jetzt ein bisschen komisch. Das klang jetzt ein bisschen zu wild, mein Freund. A little bit too crazy. Zum Glück habe ich die noch nicht. Wir sind keine Antisemitisten, es ist alles okay. Wir mögen jedes Land dieser Welt. Scheiß drauf, wir haben es einfach nicht gesagt. Digga. Ich distanziere mich davon und alles ist easy. Kennst du diesen Clip, wo die eine so sagt, ich hab gehört, immer wenn jemand an mich denkt, habe ich Schluck auf. Ich schwöre, wenn ich dich finde, dann bring ich dich um. Okay. So geht's natürlich auch. Aber an mich, was? Das war eine Steilvorlage, scheiße. Das war mal. Das war eine zu harte Steilvorlage. Ich hätte es vielleicht genauer sagen sollen. Digga, was geht jetzt? Das ist ein neuer, Digga, das ist fliegender General. Ich mach dich auch gleich für fliegenden General. Aber anders. Der Putzkolonne der Scheißhäuser. Alles klar. Ey, das ist das Gute, wenn ich mit dir Aufnahmen mache. Da kommt einfach so viel stumpfe
Scheiße, die einfach irgendwo lustig ist. Wow. Wusste gar nicht, dass du befördert wurdest. Aua! Boah, nee, danke. Das ist Roy, das sieht geil aus. I got the power. Junge, es gibt hier sogar. Junge, was soll die Scheiße? Hier gibt es Lego-Figur Scheiße. Lego-Figur Hanzo und Lego-Figur Widowmaker. Ja, Junge, was soll ich jetzt machen? Die zusammenstecken? Nein, Digga. Meiner ist besonders, der darf nicht mit 999 anderen verglichen werden. Nein, aber er ist... Oh, ist das funktioniert? Nein. Wo willst du das eigentlich wissen? Digga, warum redest du so viel über meinen Schwanz? Woher willst du eigentlich wissen, wie der aussieht? Stalkst du mich beim Duschen oder was? Ja, besonders schön und funktionell und perfekt von der Größe, was du hast. Yo. Mein Schwanz ist einfach besonders gut, okay? Und warum reden wir jetzt in meiner Aufnahme über meinen Schwanz? Ich weiß es nicht. Ist extra in Anführungsstrichen Mini. Lieber ein funktionales Mini-Tool als ein Schwanz, der einfach gar nichts kann. Es kommt nicht auf den Hammer an, sondern auf die Technik, wie man damit nagelt. Schon immer. Fabi, man kann auch mit einem Partner Baguette nageln. Das wäre aber nicht so schön so. So oder so wäre es nicht so schön, weil es nicht wirklich viel bringen würde. Oder hast du schon mal versucht, mit einem Baguette zu nadeln? Oh, Le Baguette. Das eine Marianne so richtig stumpf. Mein Französisch ist richtig gut. Le Baguette. Bonjour, Monsieur. Warte. Mies. Meine Seitenschlange schmeckt aber trotzdem besser als dein Lohnbaget. Mies gelaufen, Bro. Namimo Bami? What the fuck? Boah, noch nie gehört. Junge, das ist einfach unter Atlantis. Noch nie von der Scheiße gehört. HD, ich hab dieses Land auch noch nie gehört.
Zückerli. Ah, Zückerli. Ja, mo, leg's mich doch am Zückerli. Was ist denn jetzt passiert? Händli ins Lüffli. Imagine, du gehst zu einem Modell und auf einmal sagt sie, kein Vögel ohne Kontrolle. Boah. Einfach nur lustig. Abi. Ich warte auf dich. Hm? Was für seit Jahren, Junge? Wir kennen uns seit Jahren, aber du wartest nicht seit Jahren. Okay, war das eine indirekte Anspielung? Bienvenido a casa Rivera. Setz dich und komm erstmal runter. Ja, okay, auf einmal labert der Tim hier auf Mexikanisch zu. Du meinst auf Spanisch. Ja, Spanisch meine ich schon. Vielleicht mexikanisches Essen, Alter. Weil was die Amerikaner so erkennen, Burrito und das war's, Alter. Dann schieben sie sich nämlich.